Was heißt der kleine Junge? Es könnte ein gefährlicher italienischer Mafia-Boss sein, der mir hier Maps zuschickt. Alles möglich, ne? Yeah, Buddy, was geht ab, ihr Lieben? Seid ganz herzlich willkommen zu einer neuen Runde GTA 5 Online. Das ist übrigens hier die erste Map vom Lil Mafiosi. Ich habe letztens, vielleicht sogar gestern, eine von ihm gespielt. Die war schon ziemlich, ziemlich sweet. Und jetzt ist mir nochmal aufgefallen, ich habe mir die E-Mails nochmal angeschaut, da gibt es eine erste Map, genau. Hier haben wir auch schon den ersten Jump. Und gerade erste Maps finde ich ja immer richtig spannend. Ihr wisst, ich habe ja damals das Tutorial gemacht. Und seitdem haben mich extrem viele Maps erreicht. Also ich habe immer noch... Wupp! Schön versetzt. Ist das gewollt oder ist es, weil es eine erste ist? Ich habe am Anfang ja Elemente auch so gebaut. Das Ding ist, man kann ja im Editor auch einstellen, Elemente einrasten lassen. Habe ich mich irgendwie verfahren? Warte mal. Nochmal. Erster... LOL! LOL! Mua! Richtig schön! Holy! Von wegen Elemente einrasten lassen am Arsch! Das ist tausendprozentig gewollt! Wie geil ist... Geil ist der Typ denn drauf, der kleine Mafioso! Yo! Richtig schön! Und es geht weiter! Alter, man darf hier... überhaupt nicht zu schnell sein! Wo ist... Wo ist jetzt... LOL, und jetzt auch noch hier. Alter, was hat er sich einfallen lassen? Richtig nice. Aber nicht zu schnell. Denn der Checkpoint ist gar nicht weit entfernt. Ja, wir sind drin. Geil. Und wo ist der nächste? Mhm. Was haben Sie sich hier überlegt, Monsieur? Läuft, wir sind... Diese Laterne gleich mitgerissen. Okay, wir sind aber da gelandet, wo er uns haben wollte. Trollschild. Achtung. Geil, ey. Diese ersten Maps, die sind... Ein Zeppelin. Und... Na, einmal hier gegenfahren. Yep. Läuft. Na gut, nächster Checkpoint ist am Start. Und dann gibt es einen kleinen Jump. Mit Troll, mit Troll. Ja, genau. Ein bisschen weiter links und dann wäre ich im Parkhaus oder auf der Baustelle. Ah, komm schon. Nice. Ey, so gut. So gut. Na, schade. Ich habe mich extra ein bisschen schräg gestellt. Ich habe gehofft, dass der Wagen da so reinprallt. Ah, dieser Troll. Liebe ihn. Ich liebe ihn richtig gut. Okay, jetzt einmal richtig hochkommen. LOL, ey, erzähl mir doch bitte nicht. Jetzt fahre ich dazu. Wisst ihr, was ich dachte? Dass man dagegen fahren muss. Beziehungsweise. Ich dachte, man muss genau hier rein. Und was sehe ich? Der Checkpoint ist hier unten. Na gut, da oben hätte er auch ruhig sein können. Ah, hier machen wir es so. Kommen wir schön entspannt raus. So eine coole Map. Also der Anfang ist schon mal sehr gelungen. Und ja, wenn ihr Lust habt, ihr wisst Bescheid. Link ist in der Beschreibung. Guckt sich einfach mal an. Lil Mafiosi. Kleine Junge. Könnte ein... Was heißt der kleine Junge? Es könnte ein gefährlicher italienischer Mafia-Boss sein, der mir hier Maps zuschickt. Alles möglich, ne? Es ist sogar wirklich so, dass... Sage ich euch ganz ehrlich... In der Community sind Leute, das glaubt ihr gar nicht. Okay. In der Community, mich schreiben Leute an, da denkst du, die haben die übelsten Gangster-Profile. Und dann fragen sie mich, ja, Tomek, irgendwie kannst du mal wieder Pokémon Go spielen oder so, ne? Ich bin noch ein bisschen...
Bisschen am Überlegen. Warte mal, da ist doch irgendwas. Aha, so eine. Okay, sind Container, die mich so ein bisschen ablenken. Aber wie gesagt, da sind Leute, richtige Gangsterprofile. Dann schreibe ich mit denen. Das zeigt einfach nur eins. Hä? Da ist der Checkpoint. Es zeigt einfach nur eins, niemals Vorurteile haben, ehrlich. Das sind dann so korrekte, feine Leute. Aber ich meine, gut, wer hatte nicht ein Gangsterprofil, als er jung war, ne? Hä? Ja, das passt mir alles vorne und hinten nicht. Wie komme ich da jetzt tipptopp hin? Ich kann es ja nochmal so versuchen. So sieht es nicht gut aus. Wie willst du mich zum Checkpoint bringen, mein Junge? Ich kann doch die Hauswand... Oder? Nice! Die Hauswand mit benutzt. Sauber. Das heißt, hier diese Seite mit den Containern... Ich weiß gar nicht, ob... Vielleicht hätte man das auch irgendwie nutzen können. Wenn, dann könnt ihr es ausprobieren und gerne in die Comments schreiben. Und jetzt geht's erstmal weiter. FIB, IAA... Da ist man zwei richtig schönen Gebäude und hier hat eine Riesenplattform gestellt. Was hast du dir da überlegt, mein Schätzchen? Kleiner Mafia-Boss. Okay. Okay. Ach, für eine erste Map ist mega zuckrig, ey. Ein bisschen andere Farben vielleicht noch. Ich fahr mal an der Seite lang. Ist mir hier alles. Wow. Ist mir alles nicht koscher, was der sich hier überlegt hat. Diese Elemente hat er in der letzten Map auch einfach mal so ein bisschen versetzt gestellt, ne? Okay. Also die Map ist echt interessant. Lol, wir mussten auch schon so ein bisschen knobeln. Aber insgesamt ist es jetzt auch vom... Also man kann es schon gut durchfahren, sagen wir es mal so. Hat jetzt nicht irgendwie so einen Schwierigkeitsgrad, wo du sagst, boah, das schafft man nur, wenn man... Übelster Pro ist. Ah, okay. Müssen wir den Sprung nochmal richtig nehmen. Und uns ein bisschen nach vorne lehnen. So einen richtig schönen Long Jump hatte ich auch nicht mehr in den letzten Maps. Könnt ihr die mal gerne bauen? So eine richtig schöne Long Jump Map. Bumm. Das wird nicht reichen. Genau auf die Kante. Ich frage mich, ob man da noch irgendwie anders hochkommt. Zum Beispiel so. Es wäre natürlich geil, den Long Jump zu schaffen, aber so haben wir eine schöne Alternative. Bumm. Wo jetzt, mein Freund? Wo jetzt? Hm? Da können wir durch. Da können wir. Ich sag, da können wir durch. Scheiße. Doch nicht. Der T20. Unzerstörbarer Supersportwagen. Lol, er hat es auch noch. Ist er noch richtig dreckig ver. Lass mich durch! Ich versuch's noch einmal mit Schmackes. Manchmal hilft einfach Gewalt! Nein, hilft hier nicht. Werde ich respawne mal. Mal gucken, was hat er sich denn. Da sich was. Also hier nicht. Was doch? Hä? Ging doch gerade nicht. What the fuck? Ja, jetzt geht's easy. Mhm. Ist klar. Habe ich mir fast gedacht. Habe ich mir fast gedacht, dass man auf die Straße oben drauf muss oder hier so eine Spirale fahren. Und? Nice, nicht explodiert. Und hier ist schon das nächste Baby. Bap, 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 yeah! Nächster Checkpoint erreicht. Auf geht's hier.
Wuhu! Das ist sweet. Das ist. Ey, das kann doch nicht sein. Erste Map schon wieder. Und die Elemente sind so zuckrig ineinander verbaut. Ach, stimmt, der Lil Mafiosi, das war der mit der 10 oder 15 Minuten Challenge, ne? Nein, zu weit. Ah. So, jetzt erstmal gemütlich. Brauchen wir hier gar nicht so den Anlauf, sondern fahren hier einfach mal so drauf. Ah, das ist schon wieder zu wenig, please. Wo will er uns denn eigentlich hinhaben? Der Checkpoint ist irgendwo rechts von uns. Ne, hier. Ich bin gerade am Überlegen, will er uns. Ob er uns irgendwie trollen will? Man könnte nämlich hier auch. Ich probiere es mal, so aus rein Interesse halber. Will ich mal gucken, was. Was hier los ist, denn rein von der Luftlinie müsste der Checkpoint eher hier sein, als dort, wo ich gerade lang gejumpt bin. Hm? Und da ist er! Okay, coole Plattform hier. Kleinen Wald hat er sich gestellt. Jetzt könnte man ja, genau, rein theoretisch könnte man immer noch zurück. Ey, der hat richtig gute Ideen. Lil Mafiosi, gerne mehr davon. Und der Rest von euch kann sich, oh, dann natürlich gerne inspirieren lassen. Jetzt habe ich auch wirklich nicht auf die Minimap geguckt. Guck mal, ist gut verschachtelt. Dadurch siehst du die Checkpoints nicht sofort, da ist der nächste. Ja, ist gut. Er wollte ein bisschen rumtrollen. Ist ihm auch gelungen. Und da ist das Ziel. Diesen Weitjump hat man überhaupt nicht gebraucht, oder was? Man fährt jetzt einfach gemütlich ins Ziel. Heidewitzka, mein lieber Junge. Geil. Also schöne, sehr, sehr schöne erste Map. In ungefähr 12 Minuten geschafft. Geil. Ey, gefällt mir richtig gut. Also, da würde ich schon mal eine 9 von 10 auf jeden Fall geben. Gebt ihr auch eine faire Bewertung, spielt mal diese Map, unterstützt da ein bisschen den Mafiosi als Map-Erbauer. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich bin euer Tomek. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen relaxen. Macht's gut. Ciao, ciao.